Wir sind wieder zurück hier in Echo an unserer Baustelle, die ich schon wieder zurückgebaut habe. Das hat den Grund, ich habe nochmal ein Video von meiner ersten Staffel angeguckt und habe bemerkt, dass da ein grundlegender Fehler drin war. Wir haben nämlich mit Ziegeln unten angefangen und das möchte ich auch in dieser Staffel wieder machen. Das fand ich nämlich so wunderbar und da habe ich nämlich gar nicht dran gedacht. So, und zwar haben wir hier, glaube ich, diese gehabt. Ja, ja. Obwohl, Moment. Da können wir tatsächlich noch die normalen nehmen. Es soll tatsächlich eine Hochparterre werden, deswegen können wir hier auch gerne diese weiternehmen. Das ist ja nun gar nicht das Problem, das können wir gerne machen. Warum ich das abgebaut habe? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich war gerade so gut im Fahrrad, glaube ich. Ich glaube, daran lag es. Aber es geht ja schnell, ist ja schnell gelegt. Guck mal, halb rum sind wir schon, alles gut. So. So, schauen wir mal. Ging doch schnell, tat doch gar nicht weh. Und das war schon der letzte. So, jetzt holen wir uns hier Ziegel raus. Aber nicht für Muschiklaus. Ach ja, ey. Würde ich auch gerne mal wieder zocken. The Forest. Ja, das hat Spaß gemacht. So. Aber erstmal sind wir hier mit unserem eigenen Wäldchen beschäftigt. Mist, da nicht hier. So. So. Ob das jetzt genau so war, ich glaube nicht, aber ich glaube, die Stufen hab ich dazwischen gesetzt gehabt. Aber auch das ist nicht so tragisch, das ist nicht so schlimm. Das können wir noch anpassen, denn hier kommt ja sowieso alles zu. Von daher alles gut. So, den lasse ich mir mal offen, weil so ist es leichter hier mit den Blöcken hier zu setzen. So, jawohl. Ziegelsteine. Jawohl. Ja, ich muss mich natürlich wieder an Hobsons Wort erinnern. Der meinte, dass er gerne in verschiedenen Farbgebungen auch baut. Und es sieht natürlich auch bei bestimmten Farben auch immer sehr, sehr cool aus. Natürlich. Keine Frage. Andere wiederum passen nicht so gut zusammen. Aber das passt jetzt schon sehr gut. So, und dann hatten wir hier 1, 2, 3, 4. 1, 2 und 3. Und hier kommt diese Treppe hin. Treppe. So, so eine Treppe war das. Nein, so war das gar nicht. Ich erinnere mich. So war das nicht. Es war tatsächlich, so. Die standen davor. Und daneben standen nämlich zwei Blumenkübel. Ja, hahaha. Gut, ich glaube, in der alten Steinmetzgebäude hatten da nur zwei Stufen. Da habe ich jetzt nicht so genau drauf geachtet. Aber es war auch kleiner. Von daher alles gut. So, das ist hier die Ära des Größenwahns und ne, warum auch nicht. Weil es schön ist und weil es einfach nur geil ist. Ein bisschen Größenwahn passt schon ganz gut in solchen Spielen. Und auch in Echo sieht es immer noch ein Spur geiler aus. Finde ich persönlich, wenn es groß ist, wenn es wirklich groß gebaut ist. Da ist Minecraft keine Ausnahme. Und warum sollte es da mit Echo anders sein? So, dann haben wir hier den. Und dann können wir hier schon die Ecken schon mal andeuten. Hier drei. Ach ja, stimmt. So eigentlich. So. Zweierfenster. Genau, Zweierfenster. Um Steine zu sparen. Hier auch Zweier oder das passt natürlich nicht. Natürlich passt das nicht. War ja klar. Zweier, einer, Zweier. Brauchen wir eigentlich Fenster hier unbedingt, weil ich würde auch gerne wieder Öfen drin haben und die schönen Betonbrennöfen hätte ich auch gerne wieder drin und die verschandeln ja sonst bloß eigentlich ganz Optik. Ach, warum nicht? Warum nicht? Können wir durchaus drin lassen. Das ist ja jetzt gar kein Problem. So sieht man, wie es auch was drin ist. So? Ja, so. Ja doch, so passt das schon ganz gut. Und jetzt kommt noch hier noch eine Reihe drauf. Und dann kommt, glaube ich, schon das Dach theoretisch. Aber da müssen wir auch noch ein bisschen planen wegen der Auspuffrohre, weil die sind ja so ein bisschen scheppig sind die.
Also rein optisch, die machen immer so wundervolle Löcher ins Gebälk. Und deswegen ist das alles nicht so schön, wenn man die auch noch mittendrin irgendwo hochgehen hat. Obwohl mittendrin könnte man es hier durchaus machen, ne? Das ginge. Doch, das geht. Das geht. Das können wir machen. Das können wir sogar sehr gerne machen. Wir können es auch nach hinten raus wieder leiten, wie in der ersten Staffel. Aber ich glaube, jetzt habe ich einen falsch gesetzt. Habe ich. Jawohl. Holzauge ist wachsam. Alles klar. Das Glasauge auch. So. Gut. So, dann haben wir schon die Reihe schon mal fertig. Und wir können mich hier hoch. Habe ich Holz dabei? Ja, habe ich dabei. Sehe ich ja schon. Aus Lumber können wir auch Treppen bauen. So, ich würde jetzt aber schon ganz gerne im Dach eigentlich anfangen wollen. Hier kommt dann ein normales Steindach drauf. Das hatten wir in der ersten Staffel meines Wissens nach auch. Ein Fleischer brauchen wir auch noch. Einen Fleischer und wir brauchen auch noch ein Treibhaus. Oh ja, wir müssen noch so viele Sachen bauen. Ja, das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Also ihr seht, Leute, die Folge, also die Staffel hier, die wird um einiges größer. Um einiges wird die länger dauern. Und wahrscheinlich auch so lange, dass den Meteor sogar noch mal ein bisschen weiter nach hinten noch einstellen muss, dass er noch später erst einschlägt. Kann man auch über die Konsole machen, aber, und das finde ich schade, das funktioniert nur in Stunden. Ja, da ist nur eine Stundenskalierung vorgesehen und da muss ich erstmal hin und her rechnen, wie viele Stunden, wie viele tausend Stunden das dann sind. Das könnte ein bisschen dauern. Aber gut. Will ich das hier so haben? Ja, ich glaube, will ich das hier so haben? Nee, so will ich das aber nicht haben. So aber, nee, so schon nicht. So gar nicht, ne? So vielleicht? Hier so. Dann diesen. Ist das so richtig? So. Genau. Aber so ist das einigermaßen richtig, glaube ich. Es wäre schön, wenn es so wäre. Meine, hier baue ich natürlich auch wieder alles falsch. Natürlich baue ich wieder alles falsch. Na klar. Ist gar nicht so leicht, tatsächlich richtig zu bauen, wenn man weiß, wie es am Ende aussehen soll. Damit man nicht zu viel Material verbrät und dann entsprechend gleich ein schönes Haus schon stehen hat. Also mit einem schönen Dach. Das Haus wird schön, aber dass das Dach auch schön ist, ne? Das meine ich damit. So, müssen wir jetzt hier lang. Ja, da muss noch einiges an Erde weg, wie ich gerade feststelle. Ja, das mache ich aber dann später. Später. So, den und den. Jetzt sehen wir mal dahin, danke. So, den und den. Den können wir einfach hier draufsetzen. Das ist ja nun kein Problem. Das ist keine große Kunst. So, den müssen wir da wieder dran passen. Den. So, und wie habe ich das sonst gemacht? Wie habe ich das sonst gemacht? Oh Gott, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, weiß ich nicht. Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht. Der aber nicht. Der ist falsch. Der auch. Oh, habe ich den noch vergessen? Warum? Warum habe ich den vergessen? Warum ist denn so? Warum sagt mir keiner was? Weil ich nicht im Stream bin. Deswegen kann mir keiner was sagen. So, dann. Komm, machen wir das erstmal hier fertig. So. Da muss ich halt dann wieder rückbauen, dann ist es so. Ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja nun alles andere als schlimm, aber auch nicht so wirklich schön. So, hier kommt der drauf und schon haben wir keine Steine mehr. Wahrscheinlich müssen wir auch nochmal zurück zur Schmiede, nochmal ein paar Steine nochmal herstellen, weil wir haben jetzt noch ganze 170. Also zumindest dabei. Ich glaube, da lagern noch ein paar. Also wahnsinnig viele habe ich, glaube ich, gar nicht gemacht, ne? Ja, glaube, wir brauchen eine Leiter. Das Leitern brauchen wir. Wir brauchen Leitern. 5 Stück nehmen wir mal vom Lumber für Leitern. So. Nur wohin? Wo stelle ich die dran? Am besten innen. Ja, gut, dann eben von mir aus dahin. Das ist mir schon recht. So, dann haben wir noch einen übrig. Dann schmeißen wir da drauf. Holen wieder Steine raus und dann passt das auch. So, ach, jetzt sehe ich hier natürlich nicht, ach, habe ich auch wieder nicht dran gedacht, dass der sich ja wieder anpasst. Weg da. Sonst kann ich hier nämlich, glaube ich, nicht drauf springen. Kann ich sowieso nicht. Ach, es ist ja wieder herrlich. Ja, das ist ja wieder wunderbar. Ist ja wieder schön, wie das alles funktioniert. Die Leitern.
Die Leitern werden sie bestimmt auch noch überarbeiten. Also in der Version 9.0, da haben die Entwickler ja wieder was ganz anderes geplant. Alter, und dann kann man endlich schön, da kann man echt schöne, schöne römische Bauten dann bauen. Warum nun ausgerechnet römisch? Ja, das weiß ich nicht, da müsst ihr den Entwickler mal fragen, aber es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, finde ich. Finde ich. Also, ist meine Meinung. Sorry. Ist das wirklich nötig, so ein weit nach vorn ausladendes Dach zu haben? Ist das wirklich notwendig? Eigentlich nicht unbedingt. Nee, eigentlich nicht. Die ist auch völlig unnötig, die Reihe da vorne. Die bauen wir nochmal schnell ab. Und die schmeiße ich erstmal hier hin. Ich hoffe, ich vergesse nicht wieder. Das wäre schön. Was will ich damit? So, hier. Hier müssen wir ran. Der muss weg. Der auch. Der auch. Ja, ich weiß nicht, ob das dann so gut aussehen wird. Es wäre schön, wenn es so ist. Aber ich bin mir noch gerade nicht so ganz so schlüssig, ob das alles so geil aussehen wird. Und warum will ich überhaupt eine Leiter hier dran stellen? Wir haben da doch einen Hügel daneben. Den können wir doch noch nutzen. Ja. Habe ich vergessen. Sorry. So, jetzt holen wir hier nochmal die Reststeine raus. 195. Ah, komm, da kommen wir schon ein bisschen weit. Also nicht ein bisschen weit, also ein bisschen weiter kommen wir damit. Hier die Reihe kann eigentlich auch noch weg. So. Mehr Platz haben wir gerade nicht. Doch, einen haben wir noch. So. Setzen wir die hier erstmal drauf. Ja, so ist richtig. Dann kommt der hier drauf und der eigentlich auch. Ja, genau. Ja, genau so wie ich das habe. Genau so. Und sieht das schon kommen. Von innen muss ich dann wahrscheinlich wieder irgendwas anpassen, damit hier auch die Steine auch alle symmetrisch liegen. Ist ja schön. Nur nicht so schön, wenn ich es alles wieder abbauen müsste. Das wäre echt nicht so geil. Aber gut. Das Problem beim Elfer breiten Dach wird sein, dass es dann auch entsprechend hoch wird. Das ist auch nicht so cool, aber ja, gut, halt unvermeidlich. Das ist halt unvermeidlich. Ne, je breiter Gebäude werden, desto höher werden sie leider auch. Ja, das ist halt so. Warum habe ich den abgebaut? Weiß ich nicht. Warum setze ich den da hin? Weiß ich genauso wenig. Ist das hier wirklich nötig? Nö, ja, ist es. Und den? Ja, genau. So ist das richtig. Also bei jedem Dach muss ich wieder neu überlegen, wie das nochmal sein muss. Weil anhand der Skizze hier kannst du überhaupt nicht vorstellen, wie das am Ende aussieht. Ja, das ist leider auch so. Tut mir sehr leid, aber so ist das nun mal. So. Kommt jetzt dieses Böppelkram da drauf. So. Jetzt haben wir hier diesen noch. Der muss, ja, genau dahin. Und der kommt oben drauf. Und da kommt noch einer drauf. Dann ist der schon zu viel hier unten. Und der wohl sowieso. Der ist zu viel. Und der ist auch zu viel. Wow. Der auch. Zu viel. Ich bleib schon wieder mit meinem Zehennagel irgendwo drin hängen. Zu viel. Und der ist sogar richtig. Ist der richtig? Ja, sieht einigermaßen richtig aus, glaube ich. Das kann man schon so anbieten. Und jetzt muss ich allerdings wieder irgendwie hochkraxeln. Irgendwie. So. Wir haben immer noch 148 Blöcke. Das ist ja fantastisch. Das sieht ja beinahe so aus, als würde es reichen. Aber ich weiß jetzt schon, es wird nicht reichen. Oder? Oder? Fragezeichen? Könnte. Vielleicht, sag mal, wenn du natürlich immer hier die Blöcke auch noch irgendwo hinsetzt, dann reichen die natürlich überhaupt nicht. Echo. Ach, hier sind ja auch noch ein paar dran. Die können wir auch noch abklöpseln. Machen wir auch. Natürlich. Unnötiger Materialverschleiß. So. Der ist der da richtig? Der ist auch nicht richtig. Die sind übrigens auch alle falsch hier. So kommt die auch wieder alle ab. So. Und der natürlich auch. So. Und da ist natürlich auch alles falsch. Vielleicht ist es auch wieder dran, weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, wie es dann aussieht.
Auf jeden Fall kommen wir so schon um einiges weiter, aber ich glaube, ich brauche doch gleich eine Leiter. Ach Quatsch, brauche ich doch gar nicht. Ich habe solche Dachschindeln, wo ich hochstiefeln kann, Mann. So, jetzt müssen wir mal langsam. Ja, ist die richtige Taste, alles gut. So vielleicht? Ja, genau. Und bei jedem Ziegel muss ich wieder neu gucken. Es ist ja wirklich fantastisch. Ja, es ist jetzt das erste Dach, was ich auf diese Art und Weise baue. Normalerweise mache ich ja dann so, dass ich das Dach am Ende dann erst schön mache. Aber jetzt möchte ich es während des Baus gleich schön machen, damit wir nicht noch 20 Mal hochrennen müssen. Außer für das Fenster. Warum setzt ihr den schon wieder dahin? Lass das. So. Aber ich komme jetzt nicht auf die Seite da. Das ist ja nicht so schön. Aber auch egal. So und so. Dann machen wir erstmal diese Seite fertig, ne? Würde ich sagen, ist wohl das Beste. So, also in dieser Folge wird das Dach wahrscheinlich fertig werden, würde ich mal sagen und hoffen. Das wäre schön, aber wie gesagt, ne? Ich kann nichts versprechen. So. So, den wieder da dran klöpseln und den da dran klöpseln. Und dann ist das Dach wahrscheinlich auch schon gleich fertig für diese Seite. Und dann müssen wir noch irgendwie auf die andere Seite noch rüberkommen. Und mit etwas Glück reichen die Steine vielleicht dann doch. Aber ich glaube, das wäre das Zufall zu viel. Ja, das wäre wohl das Zufall zu viel. Warum ist hier noch ein Loch? Ach, natürlich. Ich hab jetzt wieder nicht mit Echo gerechnet, weißt du? Den nachtragenden Stück. So, dann müssen wir jetzt auf die Seite irgendwie rüberkommen. Ich renne mal hoch und springe hier rüber. Und ich lande sogar. Wow, wer hätte das gedacht? Also ich auf keinen Fall. Ich mit meinen Jump'n'Run-Fähigkeiten überhaupt nicht. Jedenfalls hier in Echo. So, Ziegel, Ziegel, Ziegel. Ziegel. Noch ein Ziegel. Na, obwohl wird ein bisschen knapp. Ne? Könnte ein bisschen knapp werden, glaube ich. Das wird knapp von den Steinen her. Das wird eng, aber vielleicht reicht es ja gerade so. Das wäre schön. Das wäre so schön. So, dann hier wieder dran. So. Ja. Es gibt gerade nicht so viel zu erzählen für mich. Aber das machen wir schon. Das machen wir schon. Ach komm, das kriegen wir hin, diese Folge. Ja, ich sehe das schon. Wir werden diese Folge mit dem Dach noch fertig. Und darüber freue ich mich. Und wisst ihr, worüber ich mich noch extrem freue? Darüber, dass die Ziegel reichen. Die Steinziegel reichen. Guck mal. Schön hat das gemacht, ne? Sieht doch ganz schick aus. Jetzt fehlt dann nur noch ein ganzes Stück von Wand. Ja. Gut, es wird ein bisschen groß, das Gebäude. Vielleicht ein bisschen sehr groß. Warum hat das ein Spitzdach? Hat das andere auch ein Spitzdach gehabt? Hm, kann sein. Gefällt mir schon mal ganz gut. Das ist schon ganz nett. Doch, das geht. Das können wir so machen. Aber jetzt haben wir tatsächlich nicht mehr genug Steine, um hier noch Wände zu setzen. Also ich muss dann tatsächlich zwischen den Folgen nochmal zur Schmiede rüber und noch ein paar Steine packen. Aber in der nächsten Folge wird das dann auch fertig hier. Das ist doch gut. Ist doch gut, oder? Wir machen diese Folge natürlich auch noch Fensterchen rein. Gut, zwischen den Folgen sollte ich vielleicht noch ein bisschen buddeln. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wäre eine Maßnahme. So. 112, dafür brauchen wir nur Fenster. Davon brauchen wir nur die Fenster. So, genauso wie in der alten Schmiede. Falsches Material. Ich wollte es genauso haben wie in der alten Spiele. Und das war kein Fenster aus Lamba, es war Fenster aus Ziegeln. Ziegeln. Genau. Habe mich gerade schon über Textur gewundert. Wollte ich gerade schon sagen, oh, die haben ja sogar die Textur verbessert und verändert, haben sie nicht. Man hat es vielleicht gerade in der Mausbewegung gesehen. Ich musste gerade husten, deswegen habe ich mich gerade mal stumm geschaltet. Ja, naja, gut. Wenn ich schon mal heimlich husten will. So. Na, haben sie natürlich nicht geändert. Natürlich nicht, aber gut, ist jetzt auch nicht so schlimm. Gefällt mir so ganz gut. Oder haben sie was?
die haben was geändert, oder? Das sieht doch aus, als hätten die was geändert. Haben sie die Stärke der Fenster angepasst? Dass die nicht mehr ganz so breit sind? Da ist doch was anders. Oder? Oder? Oder nicht? Oder doch? Oder doch nicht? Naja, zwei Fenster brauchen wir noch. Aber wir fahren jetzt erstmal zurück in die Schmiede, beziehungsweise ich fahre jetzt zurück in die Schmiede und mache jetzt erstmal hier Folgenende. Und au, 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 au. Ja, ist ja, um Kaktus zu setzen, ist vielleicht nicht gerade so angenehm. Gut, dann wird nächste Woche wird das Gebäude fertig mit Verzug von 2 Jahren, wie die alten Ägypter mal so schön gebaut haben. Nein, natürlich wird morgen wird das Steinmetzgebäude hier auch fertig, dann kriegt es auch einen Namen und dann kriegt es auch ihr Monument. Dafür müssen wir aber wieder aufs Dach. Jetzt habe ich es doch verraten. Aber ich weiß nicht, ich habe nicht verraten, was. Gut, können wir wieder einsammeln, können wieder rein. Nicht, dass ich sie vergesse. Dann würde ich erstmal sagen, bis zur nächsten Folge Echo. Da machen wir jetzt schon weiter. Und dann, ja, ich könnte zwischen den Folgen noch hier dann noch ein bisschen Dach noch anpassen, weil es dann doch ein bisschen schmal ist. Es sieht dann doch ein bisschen seltsam aus. Na gut, also ich sage bis zur nächsten Folge und gehabt euch wohl. Tschüss.